19. Spieltag in der Regionalliga West und diese Paarung zwischen Borussia Dortmund und dem SV Strahlen eröffnet einen wohltuenden Blick nach hinten für den BVB. Denn in der Saison 2018-19 gewann die Borussia mit 9:2 gegen den SV Strahlen. Das war der höchste Pflichtspielsieg in der Geschichte Dortmunds U23. Und diesen guten Vorzeichen folgend startete Borussia Dortmund, der Zweitplatzierte, mit den besseren Chancen in dieses Spiel. Allein Strahlens Keeper Robin Udegbe musste in den ersten Minuten in dieser Szene dreimal den frühen Gegentreffer verhindern. Die Gäste zuletzt zweimal in Folge gewonnen, der bekannteste Name Sinan Kurt, aber erneut nichts im Kader. Wenige Chancen im ersten Durchgang, das eine, die am ehesten gefährlich wurde, Kaizo Mitsuta hier. Dann die 39. Spielminute und das Foul von Fadel Mourou an Kapitän Steffen Tigges. Zu Recht gab es den Elfmeter. Thailand Duman vor 10 Tagen gegen Rödinghausen verschossen, nahm sich der Sache an und verwandelte sicher zum 1:0 für den BVB. Es ist das 9. Saisontor für Duman und die verdiente Führung für Borussia Dortmund. Das 1:0, auch der Stand zur Pause. Dortmunds Trainer Enrico Maaßen hatte wohl einzig die Chancenverwertung zu bemängeln. Durchgang 2, das qualitative Ungleichgewicht war weiterhin sichtbar und wirkte sich jetzt auch auf das Ergebnis immer stärker aus. 52. Spielminute, Tobias Raschel mit dem 2:0 für den BVB. Raschel erzielt sein zweites Saisontor, stand ja in den ersten drei Gruppenspielen in der Champions League im Kader der Profis. Kurz darauf, 60. Spielminute, Standard BVB, Eckball von links und Niklas Dams per Kopf mit dem 3:0. Die beste Offensive der Liga war mittlerweile auf Temperatur. Dams, der Abwehrchef, erzielt seinen dritten Saisontreffer. Dann mal der SV Strahlen, das ist die 69. Minute, die erste ernstzunehmende Möglichkeit im zweiten Durchgang und die sitzt direkt 1:3. Ein Hauch Hoffnung weht durch Brackel, Adli Lacheb mit dem 3:1 nach Freistoß. Die kurze, aufkeimende Hoffnung der Gäste dann allerdings in der 81. Minute wieder zunichte gemacht. Das ist Hober mit dem Seitenwechsel per Kopf weitergeleitet und dann Richmond Tachi mit dem 4:1. Ein richtig schöner Treffer für den BVB, der hier endgültig den Sieg manifestiert. Es ist der 5. Saisontreffer von Richmond Tachi, mit Sicherheit einer der ganz schönen. Und nur 2 Minuten später, wieder geht Tachi auf die Reise, scheitert einmal mehr am starken Robin Udegbe, dann hält Duman nochmal den Fuß rein und am Ende ist es Steffen Tigges, der noch was für die Statistik tut. 5:1, es ist sein 10. Tor im 15. Spiel, hat in den letzten 5 Partien mindestens einmal gescored. Also sowohl was Tore als auch Vorlagen angeht, für diese U23 unfassbar wichtig. Es ist kein 9:2, es ist kein neuer Rekord, aber trotzdem ein hochsouveräner Erfolg für Borussia Dortmund. Der BVB zündet 5 Kerzen am zweiten Adventswochenende und bleibt somit auf den Fersen von Tabellenführer RWE.